Manchmal müssen wir, um das Richtige zu tun, das aufgeben, was wir am meisten wollen. Jeden Tag wache ich mit dem Wissen auf, dass je mehr Menschen ich zu retten versuche, ich mir umso mehr Feinde mache. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Jeder kann die Maske tragen. Aber wie du sie trägst, darauf kommt es an. Willst du hier raus? Oh, Gwen? Warte mal, es gibt eine Elite-Gruppe, der die besten Spider-Leute angehört? Oh ja? Wer ist der Neue? Das ist echt unglaublich. Das ist die Lobby. Miguel O'Hara. Das Ganze hier war seine Idee. Was muss man tun, um im Spider-Team dabei zu sein? Du kannst nie Teil davon sein. Ich will gar nicht erst anfangen von Dr. Strange und dem kleinen Nerd auf Erde 1999-99. Komm schon, sei nicht so hart zu dem Kleinen. Er hatte einen ganz furchtbaren Lehrer. Peter! Miles! Mayday! Du hast ein Baby! Ich hab ein Baby. Du musst noch. Ich übernehme das jetzt. Miles, Spider-Man zu sein heißt, Opfer zu bringen. Du hast die Wahl, eine Person zu retten oder alle Welten. Schick mich nach Hause. Das kann ich nicht tun. Ich kann beides. Spider-Man hat doch immer... Nicht immer. Und was ist mit Onkel Ben? Ohne Onkel Ben wären die meisten von uns gar nicht hier. Can't stop me now! Du kannst nicht ewig davonlaufen, Kleiner. Ich kann nicht noch einen Freund verlieren. Miguel, das habt ihr so nicht besprochen. Du hast es gewusst? Du weißt nicht, was du da tust. Alle sagen mir ständig, wie meine Geschichte ablaufen soll. Nein. Ich mach mein eigenes Ding. An alle Einheiten, stopp Spider-Man! Du? Warte, du? Du? Und dann sag ich zu meinem Onkel und... Lass mich raten, er ist gestorben.